Ich hätte das gedacht, dass wir im Jahr 2017 hier auf die Straße gehen müssen und dafür werben oder dafür demonstrieren. Und für mich war klar, dass ich hier komme, weil ich überzeugt bin, dass Rosa Luxemburg heute hier wäre, auf diese Bühne, hier mit uns. Das ist klar. Und wissen Sie, ich bin einfacher Kommunalpolitiker, Vater von 5 Kindern. Und ich mache mir große Sorgen um die Situation in Deutschland, in Europa und in der Welt. Und da wäre unsere Presse gefragt, darüber zu berichten, was die NATO treibt, was die USA treiben, überall und auf der Welt. Wir haben Kriege, wir haben Kriegstreiberei. Und das ist die Botschaft, was unsere Presse uns verkauft. Und das muss man deutlich hier sagen. Und ich habe den Jepsen vor einem Jahr kennengelernt, auch beim Interview. Und ich habe gemerkt, es war zum ersten Mal, dass jemand so interessiert war und Möglichkeit gegeben hat. Und ich habe damals über meine Reise auf dem Krim berichtet. Und ich habe trotzdem ein bisschen gesehen, dass Ken noch ein bisschen Zweifel hat. Und dann habe ich gesagt, Ken, um das wirklich zu erfahren, musst du hinfahren und selber da zu sehen, mit Menschen zu sprechen. Und das hat Ken im Gegenteil zu anderen Journalisten hat gemacht und war 10 Tage. 10 Tage mit uns auf dem Krim. Und haben wir sagen lassen, das war wirklich eine längste Reise. Und ich habe Probleme gehabt, muss ich Ihnen ganz offen zu sagen, zum ersten Mal in meinem Leben jemanden zu übersetzen wie Ken. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, Ken, wenn du willst, dass ich das sage, was du sagst, dann musst du langsam reden. Sonst werde ich selber da ein bisschen was erzählen. Er hat 9 Tage gebraucht, am 10. Tag bei der Pressekonferenz hat es geklappt. Liebe Freunde, und ein wichtiger Punkt will ich trotzdem sagen. Dem Ken wird oft unterstellt, dass er Antisemit ist. Und ich habe Ken anders kennengelernt. Ich war auf dem Krim und wir haben mit allen Minderheiten gesprochen. Und ganz wichtig, wir haben auch mit Minderheit, der jüdische Minderheit auf dem Krim gesprochen. Der jüdische Botschafter, die jüdische Gemeinde. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben über viele Dinge gesprochen. Und Ken hat jetzt dort und der jüdische Gemeinschaft gute Freunde, die ihn heute hier grüßen. Hat mir so ein Äpfel mitgegeben. Manchmal muss man auch bei Kindern wissen, man kann was lernen, wirklich. Und er sagt ja so, endlich, sag mal das aus unserem Garten. Und das ist ein gesunder Äpfel. Dann bist du bestimmt schon Verschwörungstheoretiker, wenn du heute das sagst. Und das ist das bei uns Problem, wenn wir Probleme bei Namen nennen. Wenn wir sagen, dass die NATO das ein Kriegsbündnis ist. Wenn wir sagen, dass der Frieden muss erkämpft heute überall auf der Welt, dann sind wir Verschwörungstheoretiker, weil das niemand mehr sich vorstellen kann, dass Menschen im Frieden leben können. Und das ist Kritik. Ich bin linker Kommunalpolitiker. Und das ist Kritik an meine Partei. Aber eine gesunde Kritik, das ist auch gesunde Kritik. Wir müssen uns mehr um die sozialen Probleme im Land kümmern. Und wir müssen mehr Friedenspolitik auf die Bahnen schreiben, weil in Deutschland jetzt keine Friedenspartei mehr gibt. Und an dieser Stelle will ich auch, ich habe früher auch Grüne ein bisschen bewundert wegen der Friedenspolitik. Und jetzt ist diese Partei mittlerweile zu Kriegstreibern geworden, wenn sie über die Ukraine berichten, wenn sie, was heißt berichten, die treiben dort an und versuchen die Politik dort zu gestalten und vergessen, dass da gerade rechtsradikale Kräfte, Faschisten am Werk sind. Da muss die Frau Merkel, Grüne und SPD an Rand gehen und dort Antisemiten suchen, dass die jüdische Minderheit mittlerweile aus der Ukraine auswandert. Das sind die Themen, die wir angehen müssen, auch meine Partei. Bravo.
Ich danke euch, dass wir und ihr das bei diesem Wetter ausgehalten. Und das ist wichtig, dass wir Probleme bei Namen nennen, dass, wie Wolfgang gesagt hat, dass wir uns kritisch auseinandersetzen und dass wir sagen, Frieden, Freundschaft und Völkerverständigung, das muss die Botschaft dieser Demonstration sein. Schönen Abend noch und danke schön.